Hallo ihr Jedi-Meisterinnen und Jedi-Meister da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen LEGO Star Wars Review. Heute mit Boba Fett Starship Microfighter, aka Slave One, weil ich kann immer noch nicht fassen, dass das jetzt Boba Fett Starship heißt. Ein nettes kleines Bild und wir schauen es uns mal an. Let's go! Ja, und nach kürzerer Bauzeit von 5 bis 10 Minuten maximal habt ihr dann dieses Teil hier stehen. Wie ihr sehen könnt, kann die Slave tatsächlich auch stehen ohne einen Displaystand. Und ja, die Rückseite ist ein bisschen gestaltet. Es gibt die zwei Antriebe und die oder das Merkmal dieser großen Parabolspiegels, das alle Slave Ones haben. Tatsächlich gibt es auch das Feature, dass es hier die Klappen drehen kann. Das müsst ihr aber allerdings manuell machen. Wir haben Flickfire Missiles, zwei Stück, die ihr abfeuern könnt. Einfach nur mega cool. Ich muss sagen, es sind sehr coole Teile drin, gerade diese Dark Red Bricks hier, die um die Ecken gehen, sind oder hier die großen, sind zum Beispiel auch in der UCS-Variante drin, sehr coole Teile. Ihr könnt hier das Cockpit aufmachen und Boba Fett reinsetzen, und zwar in beide Richtungen, und zwar einmal so. Das sähe dann so aus und aber auch einmal, es ist ein tighter Fit, er passt genauso rein und er wobbelt ein bisschen, weil er nicht mit Studs befestigt wird, aber er kann euch nicht rausfallen. Sehr, sehr cool. Wie ihr seht, hat Boba Fett keinen Rangefinder und einige glauben, sie wollten sparen. Ich glaube, der Grund dafür ist, dass er sonst nicht hier in diesen Stelle reingepasst hätte mit dem Rangefinder oben drauf. Aber schauen wir uns die Figur doch jetzt mal im Detail an. Ja, und da ist er, mein Lieblingsmandalorianer in der Book of Boba Fett Variante mit dem Armprint. Also sie haben nicht ausgecheapt. Leider immer noch der sandgrüne Helm und das Jetpack, die eigentlich zur Brustplatte hier in dunkelgrün gehalten sein sollten. Wieso? Schade, Schokolade. War mir aber eigentlich schon fast klar, dass sie das nicht fixen. Natürlich das vernarbte Gesicht, das wir vom Anfang der Boba Fett-Serie kennen. Mit der Waffe dabei und eben ohne typischen Rangefinder. Das ist wirklich das Einzige, was fehlt. Ja, alles in allem ein nettes kleines Set. Und wenn ihr den Boba Fett wollt und noch nicht habt und ihr ihn auf die günstigste Weise haben wollt, dann könnt ihr da guten Gewissens zuschlagen, mit Rabatt auch, glaube ich, schon ab 6 Euro zu haben. Ja, dann sage ich wie immer, danke fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ihr Jedi-Meisterinnen und Jedi-Meister da draußen. Ciao.